Ich zeige euch heute, wie ihr so eine Solarplatten-Flachdachhalterung selber bauen könnt und das Ganze ziemlich günstig für unter 50 Euro. Das ist das ganze Material, was wir brauchen, um eine 1x2 Meter 400 Watt Solarzelle zu montieren. Als allererstes haben wir hier vier solcher L-Profile. Die sind normalerweise für den Schrankbau gedacht. Dafür gibt es auch das Schraubenset, kostet 4 Euro im Hornbach und passt perfekt. Die haben jeweils Löcher, die passen für die meisten Zellen als Montage schon. Ansonsten muss man halt noch die Löcher ein bisschen ausweiten, aber für uns passt es. Des Weiteren haben wir hier eine Gummimatte, das wird unten drauf befestigt, damit dann, wenn die auf dem Dach befestigt sind, es nicht vibriert, wackelt bei Wind und einfach fest steht. Und irgendwas zum Sägen hier, eine Kappsäge für Metall, aber es würde auch mit einer Handsäge gehen. Und jetzt können wir anfangen zu schneiden und davor zeige ich euch noch schnell, wie die ganze Konstruktion eigentlich aussehen soll. So soll die Konstruktion aussehen. Wir haben hier unseren 30 Grad Winkel hier vorne, damit das Panel optimal ausgerichtet ist. Dann haben wir hier die Montage an den beiden Schrauben am Aluprofil von der Solarzelle. Dafür kippe ich sie mal gerade nach vorne und dann können wir uns das hier nochmal anschauen. Ich habe sie hier einfach verschraubt, mit einer Mutter gekontert und Unterlegscheiben dazwischen. Dann kommt hier die Strebe nach unten, die ist im 90 Grad Winkel zu dem Profil, wo es auf dem Flachdach aufliegt und das Ganze verquerstrebt und auf der anderen Seite eben gespiegelt montiert. Die Strebe hier oben soll im finalen Aufbau gleich hier unten sein, damit dazwischen Platten drauf kommen. Denn ein so ein Panel sollte mit ca. 60 Kilo beschwert sein, damit es eben auch Wind aushält und dadurch nicht wackelt oder gegebenenfalls sogar wegfliegt. Und jetzt geht's ans Sägen. Im ersten Schritt schneiden wir jetzt unsere Standfüße. Die sind in meinem Fall 1 Meter lang und die sägen wir jetzt zurecht. Wir nutzen ja 4x4 cm, 2,5 Meter L-Profile und als Reststück von zwei 1 Meter Stücken bleibt natürlich ein halber Meter und das ist gleichzeitig auch unsere Höhe, die somit unseren 30 Grad Winkel bildet. Bevor wir aber noch ein zweites Höhenprofil sägen, tun wir uns erstmal um die Querverstrebung sowie die Länge von unserem Solarmodul kümmern, denn, komm mal gerade her, das Solarmodul darf natürlich nicht ganz auf dem Boden liegen, denn sonst haben wir das Problem, dass wir dauerhafte Verschattung haben, wenn wir die in Reihe setzen. Und deshalb brauchen wir hier auf jeden Fall so ein Stück, in meinem Fall knappe 10 cm frei. Und deshalb sind die ganzen natürlich mehr als 1 Meter lang als unsere Panellänge. Wir sägen genau diese Verstrebung, die später hier unten sein wird. Und die ist in meinem Fall 1,37 Meter lang. Und hier in die Länge bin ich 1,13 Meter lang. Und das passt genau aus einem und das sägen wir jetzt. Das sind die beiden Stücke, die wir erhalten. Das hier ist 1,37 lang und das andere 1,13. Und das brauchen wir jetzt nochmal. Und dann können wir fast schon zusammenbauen. Dann fehlt nur noch ein weiteres Höhenprofil. Als letztes sägen wir jetzt noch ein zweites 50 cm Profil. Und dann haben wir es schon. Es ist super einfach und es ist übelst genial, weil ihr werdet gleich sehen, der Zusammenbau ist mega einfach. Aber jetzt sägen wir das erstmal und dann zeige ich euch, wie es zusammengebaut wird. Das ist alles, was ihr braucht. Zwei 50 cm Stücke, zwei 1 Meter Stücke, zwei 1,13 cm Stücke und zwei 1,37 cm Stücke. Und jetzt können wir es zusammenbauen. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Solarpanel. Einmal auf den Kopf legen. Jetzt können wir unsere Winkel verschrauben. Dafür nehmen wir hier unten unseren Überstand. Der Überstand, den wir da oben dann haben, das ist der Überstand, der letzten Endes dann unten, wenn das Panel steht, unten ist und das Panel eben so nicht ganz auf dem Boden liegt. Und hier gehen wir ganz an die Ecke
Und wenn das festgeschraubt ist, können wir auch die anderen Schrauben richtig festziehen und querstreben. Die zweite Halterung ist auch dran. Jetzt kommen die Querverstrebungen und dann können wir alle Schrauben richtig festziehen. Aber jetzt erstmal Querstreben einziehen. So, die erste Querstrebe ist drin. Ich habe mich dazu entschieden, ich nehme Randeinschalungssteine, die normalerweise im Gartenbau benutzt werden. Die lege ich dazwischen und dafür messe ich jetzt erstmal, wie groß sie sind und dann passe ich den Abstand für die zweite Querstrebe an. Das sind die Steine, die ich nutzen möchte. Die sind 25 cm breit und dafür passen wir jetzt den Abstand an. Die zweite Querstrebe ist auch drin und wir haben einen Abstand von genau 25 cm und es ist perfekt. Das heißt, wir können jetzt alles festschrauben, dann ist alles auch quer verstrebt und dann können wir es umdrehen und die Steinplatten reinlegen. So, dann können wir es gleich auf den Boden stellen. Jetzt schneiden wir noch den Vibrationsstopper. Das ist eine Plastikplatte, die normalerweise für Waschmaschinen ist. Und die schneiden wir in 4 cm Stücke mit einer Stichsäge, weil was anderes geht da nicht durch. Unsere vier Gummistreifen haben wir geschnitten und die machen wir jetzt einfach mit Kabelbindern fest. Jetzt versuchen wir als letztes noch den ersten Stein reinzulegen. Das ist ja natürlich jetzt nur ein Probeaufbau, der kommt dann aufs Dach. Aber ich zeige euch jetzt, wie man den Stein reinlegt. Und insgesamt sollen das ja 60 Kilo sein pro Platte. Das heißt, so circa 3 bis 4 von den Steinen braucht ihr. So, Kabel weg. Und jetzt kommt der Stein hier rein. So. Und er liegt drin und das Ding ist komplett fest. Hier darunter ist natürlich nicht so ein Gummi gegen Vibrationen, denn hier soll natürlich die ganze Kraftwirkung drauf sein und es soll auf gar keinen Fall eine Erhöhung geben. Und jetzt ist es super stabil. Wenn da noch zwei weitere drauf sind, haben wir circa 70 Kilogramm an Gewicht und das hält super. Das war's mit meinem Aufbau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr eine gesamte Anleitung sehen wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich euch eine PDF erstellt und verlinkt. Die könnt ihr herunterladen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne, denn ich habe was sehr, sehr Krasses vor mit dieser Anlage. Es wird noch viel fetter und es wird ein richtig geiles Off-Grid-System. Und damit ihr das nicht verpasst, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.